Wieder zu zweit nach draußen. Ah, fuck. Oh, ich war feige abgebremst. Ja, Sky kommt wieder ran. Ja, ran ist ja kein Problem, nur nicht vorbei. Jetzt ist er vorbei. Nein, da mach was. Wobei er macht auch Fehler. Ja, definitiv macht er auch Fehler, ja. Verdammt, ey, ich wäre noch näher dran kommen können. Also, ja, fuck. Drei Runden. Nein! Was hast du denn jetzt gemacht? Ich wollte es ein bisschen spannend machen. Aber das war zu viel. Oh my god. Alter! Ich dachte, ich rolle so dezent über die Linie, aber wollte noch nach hinten gucken, aber... Hast du nicht auf die Map geguckt? Ja, doch, auf die Map habe ich geguckt, ne? Ja, ja. Toll. War ja auch knapp, also es war ja nicht, dass da viele... Alter, du Honk, ey. Also, das mache ich auch gerne, aber so... Vielleicht hätte man doch ein bisschen mehr Luft drin lassen sollen. Ja, oh Mann. Naja, solange es nicht reicht, um rückwärts über die Linie zu fahren, ist eh langweilig. Ich denke mal, du nimmst das für den Nachhol auf oder so. Also, das dein mag zwar Schmarr sein, aber das wird sofort gelöscht. Ich hatte dran gedacht, das auch mal wieder zu machen, aber ich bin gerade dabei, dass, so blöd es auch klingt, aber das HP2-Video vom letzten Monat zu rendern. Ich bin da noch nicht zugekommen. Oh, ich lasse da meist einfach den Rechner über Nacht an. Dann ist es am nächsten Morgen zum Hochladen fertig. Echt? Braucht ihr echt so lange? Ich weiß nicht, dass ihr so lange braucht, aber wenn man pennt, dann kann man ja schlecht, Doch, kann man. Jetzt nachgucken. Ja, also kann man schon, aber... Brummt halt ein bisschen. Ich will alle 2 Stunden den Wecker stellen, um zu gucken, ob es fertig ist. Das ist scheißegal. Es ist fertig, wenn du aufstehst. Ja, meine ich ja. Ja, warum musst du zwischendurch gucken? Es kann sein, dass es dann schon 3 Stunden lang fertig ist. Ja, macht ja nichts. Dann ist es halt fertig. Das heißt nicht, dass du den Wecker stellen musst. Nee, ich meine halt nur, weil Soul eben hier weite von wegen, Ja. Ach so, nee, also bei mir dauert das verdammt lange sogar. Ich renne das halt in Software, was nicht so richtig clever ist, aber... Ich mach's mit der Grafikkarte, da ist es in weniger als 5 Minuten fertig. Ja, es ist massiv schneller mit der Grafikkarte. Und die Grafikkarte hätte ja sogar irgendeinen Support, aber... Ich benutze halt ein Programm, in dem ich nicht einfach nur einen Knopf drücken muss, um zu sagen, benutzt den Support, sondern indem man irgendwie FFmpeg reinlinken, also... zum Rendern nutzen müsste. Das habe ich irgendwann mal gemacht und ich weiß nur noch, dass es echt aufwendig war. Es war danach sau viel schneller, aber es war aufwendig, es einmal einzurichten. Ich habe jetzt keinen Bock, es neu zu machen. So häufig brauchst du ja dann auch nicht. Mit welchem Programm machst du das nochmal? Virtual Dub. Was ach, vielleicht ja, das, nicht so richtig zu empfehlen ist, aber das war halt eben das, was ich kannte von damals. Gibt es ja auch neue Versionen davon, die ganz nett ist. Also vom Dings her, vom... vom Codec her oder so, gibt's glaube ich nichts Besseres als Virtual Dub. Ne, Virtual Dub hat ja keinen Codec, sondern du kannst halt einfach irgendeinen nehmen, der auf dem System drauf ist. Ja, also er geht halt am besten mit um, sage ich jetzt mal. Aber es gibt halt eben bei vielen anderen Programmen einfach den Knopf, mach in Hardware, dann ist gut. Ja, Virtual Dub ist halt vor der GUI-Scheiße, das war ja was ich meine. Wenn du selbst OBS macht's ja schneller, weil der nimmt's ja auf, während es läuft, also... Selbst der schafft ja quasi die, 60 FPS, wegzuschreiben. Und danach bin ich halt irgendwie so mit 15 FPS, um's neu zu rendern oder sowas. Weil ich nehme halt momentan hier, wie heißt das, Shotcut. Ja, ich würde einfach auch mal ein anderes Programm nehmen. Podcast kostet kein Geld, also... Handbrake habe ich mal für was anderes benutzt gehabt, das glaube ich auch umsonst. Handbrake fand ich kacke irgendwie, das hat nicht das gemacht, was ich wollte. Das war halt eben, ich meine, ich hatte keine Anforderungen da und du musst einfach nur auf Play knippen sozusagen, du musstest halt nichts machen.
Ja, das Einzige, was ich hier als Anforderung habe, ist halt eben vorne was wegschneiden, hinten was wegschneiden und die Auflösung muss größer gerechnet werden, damit YouTube mehr Bitrate sponsert. Ja, das finde ich auch richtig bescheuert bei YouTube, also... Ja, auch viel zu weit in der Kurve. Dass dem Player nicht irgendwie sagen kannst, wie stark das komprimiert werden soll oder irgendwas. Nein, du musst es in 4K rendern, damit du eine anständige Bitrate hast. Naja, wenn man dem was sagen könnte, dann würde jeder auf die höchste Auflösung stellen, auf die höchste Bitrate stellen. Und dann wird es irgendwann eine Geldfrage. Oder entsprechend, dann siehst du halt doppelt so viel Werbung wie jetzt. Ach so, ja gut, das ist ein Argument, ja. Ja gut, aber andersrum könnten die auch irgendwann sagen, das stand ja irgendwann auch mal zur Debatte, dass die einfach sagen, okay, für 4K gucken oder Upload oder was auch immer, bezahlst du dein YouTube Premium oder so eine Scheiße. Den Schritt können sie ja auch noch gehen. Ja, könnten sie machen. Und da gibt es noch nicht so richtig viel Konkurrenz, wo dann alle woanders hinwandern würden oder so. Ja gut, es gibt ja die Alternativen Odyssey und was weiß ich nicht alles, aber... Odyssey? Ja, ja, das ist... Hab ich noch nie gehört. Das ist so ein alternativer Videohoster, der ist sehr ähnlich wie YouTube. Wirklich? Aber da habe ich noch nie irgendwie groß geguckt, welche Komprimiersachen du da überhaupt hast und alles. Aber die haben ihren eigenen Content, das war's. Ja, ja, das hab ist... Hab ich noch nie gehört. Echt erstaunlich. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie bekannt die sind, aber... ja, gar nicht. Also viele ziehen darauf auch um. Wirklich? Echt doch nie gehört. Okay, echt erstaunlich. Gott, heute haben wir ja wohl Mensch, wundervoll. Genau, kann ja mal Glück haben mit den Autos. Auch noch den normalen F1, so eine Kacke. Naja, besser als irgend so ein langsames Irgendwas, vor allem auf der langen Strecke. Ja gut, das... ja. Also ich weiß nicht, wie bekannt Odyssey ist, aber ich habe halt von vielen gehört, dass die halt da umziehen wegen halt manche Dreistigkeiten, die YouTube da halt abliefert. Aber das war ja auch mit eBay das Problem gewesen. Es gibt ja die alternativen Hood und so, aber die benutzt keine Sau und da musst du es halt trotzdem da anbieten oder halt da kaufen, wenn du halt nicht kriegst, was du willst. Okay, ich glaube, also nein, ich weiß, also Hood habe ich auch noch nie gehört. Ja, geht in die gleiche Richtung. Ja, ja, habe ich jetzt vom Namen, ich meine von der Beschreibung ja schon gedacht, aber... War schon krass, dass es alles gibt, aber noch nie gehört. Ja, bei eBay gab es ja, mittlerweile haben sie es ja nicht mehr, aber das Problem, dass die dann doch recht viel Anteil vom Gewinn haben wollten. Ja, nicht vom Gewinn, vom Umsatz. Oder vom Umsatz haben wollten, den du halt machst und auch was ich recht dreist fand, ist, dass dann halt die Lastschrift abgeschafft haben. Das heißt, du bist auf irgendein Verfahren angewiesen, wo du halt nicht zurückbuchen kannst. PayPal? Ja, gut, bei Lastschrift? Was heißt denn Lastschrift? Wo wirst du denn mit Lastschrift bezahlt bei eBay? Früher ging das. Was? Ja, Lastschrift ja. Heißt, du gibst dem Verkäufer eine Einzugsermächtigung. Ja, ja, das ging aber früher bei eBay. Warum solltest du dem Verkäufer denn eine Einzugsermächtigung geben auf dein Konto? Nee, dem Käufer meine ich jetzt. Also das, also ich habe da immer mit Lastschrift bezahlt, weil falls es nicht geliefert wird, dann buchst du es einfach zurück. So. Mit Lastschrift bezahlst du nicht, sondern der Verkäufer bucht es ab bei dir? Ja, dann halt so. Jedenfalls habe ich es halt bei eBay immer so gemacht, damit ich es halt zurückbuchen kann, wenn es halt schief läuft. Das hört sich total obskur an. Lastschrift hast du bei regelmäßigen Buchungen? Ja, das ging bei eBay früher aber auch mal.
Und okay, nochmal, nicht, du meinst nicht Überweisung, du meinst Lastschrift, ja? Das heißt, du musst einen Zettel ausfüllen, wo steht, hiermit willige ich ein, dass derjenige von meinem Konto abbuchen darf, und dann unterschreibst du das und schickst ihm das. Also digitale Unterschrift, aber ja, das ging so früher bei eBay. Also, es hört sich nach der dümmsten Idee der Welt an. Für den Käufer vielleicht, ja, aber nicht für den Verkäufer. Für den Verkäufer vielleicht, aber nicht für den Käufer. Weil der Käufer ist auf der sicheren Seite. Ne, du musst halt eben drauf aufpassen, der kann ja auch einen Monat später noch was abbuchen. Das ist natürlich richtig, aber... Es sei denn, du machst dir wieder die Mühe und schickst nochmal einen Brief hinterher, indem du den das widerrufst. Aber der kann, ja, bis du widerrufst, nach Belieben von deinem Konto abbuchen. Du kannst dann zurückbuchen, musst halt eben dann darauf achten, ob es passiert, dann musst du zur Bank rennen und sagen, hey, das ist nicht in Ordnung, widerspreche. Das ist mega die Arbeit. Das ist aber noch nie passiert, dass irgendwer dann 20-fach abgebucht hat oder so bei eBay, also... Ja, ich würde einfach PayPal nehmen, da kannst du auch zurückbuchen, musst halt sagen, dass das nicht geklappt hat, und dann PayPal machen wir das. PayPal ist halt die, die zweitbeste Alternative, die ich bei eBay auch benutze, aber, dass die es halt abgeschafft haben, das fand ich halt richtig scheiße auch, ne? Und das war dann Sachen, dass Hut zwar besser ist, von der Idee her, aber da bietet halt keiner an, was du willst. Oder wenn du was verkaufen willst, dann kriegst du keine Kunden, so, ne? Ja, ich wusste hingegen nicht mal, dass Lastschrift überhaupt möglich war, so gesehen. Ich glaube, da bist du möglicherweise der Einzige, der dem hinterher trauert. Ja, es kann sein. Also ich vermisse es halt. Aber das ist halt das gleiche Prinzip wie bei Odyssey und YouTube. YouTube kennt halt jeder. Naja, wenn man einmal groß ist, dann ist das schon hilfreich. Und deswegen, also... So manche Sachen, die sich YouTube leistet hier, die sind halt schon ein bisschen kackdreist, aber... Du hast halt, selten andere Möglichkeiten, die Videos zu gucken, die du willst, oder wenn du halt was zeigen willst, dass es sich wer anguckt. Na, auch wenn die Alternative so an sich besser ist. Also ich weiß jetzt nicht, ob Odyssey besser ist, weil ich es halt nicht in Erwägung gezogen habe, das zu probieren. Aus den genannten Gründen, aber... Ja genau, es kann maximal in irgendwelchen Aspekten besser sein, aber in der Summe ist es halt einfach zu klein. Ja, das ist halt der entscheidende Grund, der dagegen spricht, aber ja. Die Idee als solches dann halt vielleicht besser. Gut, in Sachen Streaming, da hat sich Twitch ja irgendwie geschafft durchzusetzen, aber... Genau, es gibt ja so Lücken, ne, wo irgendwie dann doch mal andere aber was machen können. Aber das wird ja sehen, dass das verschafft. Boah, wieso? TikTok, all die ganzen Dinger, tausende von diesen Diensten, wo auch Videos sind, halt eben andere Marktlücken, Nischen, wie auch immer. Kurzvideos, Livestreams, was auch immer. Ja, TikTok habe ich ja gefressen, den hat man so eine Scheiße wie YouTube Shorts jetzt zu verdanken, mehr oder weniger. Ja, das stimmt. Die sind auch echt reine Zeitverschwendung, zumindest in 99,9%. Ja. Ich sehe auch nicht, also... Selbst wenn es weiter zu kommen sollte, dass ich ein Video auf Mandy gucke, heißt ja nicht, dass das nie passiert. Na, aber selbst dann gucke ich es im Querformat. Ich halte doch nicht das Handy senkrecht, wenn ich ein Video gucke. Ja, und den Monitor erst recht nicht. Ja, den Monitor nicht. Handy ist doch egal, ist so schnell gedreht. Ja, kannst du machen, aber irgendwie, ich weiß nicht, für Videos, da ist dann doch das Breitbildformat sinniger, finde ich. Ja, wenn es in Breitbild aufgenommen wurde, auf jeden Fall. Wenn es halt in Hochkant aufgenommen wurde, dann ja. Ja, das ist ja nicht mal bei allen Shorts der Fall, dass es Hochkant aufgenommen wurde. Also, der meint's gut mit uns. Man kann nicht jammern. ja. Aber wir hatten immer noch keinen CLK. Meistens sind die Shorts auch die Kopie von TikTok. Da siehst du noch oben das Label. Also, echt? Ja. Oh ja. Gott. Ja gut, wahrscheinlich nicht verboten. Wahrscheinlich sind es die gleichen Besitzer, die es uploaden. Also nicht irgendwie anders geht oder so. Man kann es halt auf mehrere Plattformen hochladen. Also TikTok finde ich richtig scheiße. Das muss ich wirklich mal so sagen.
Eine Hupen da. Ernsthaft, das ist die ganze Zeit jetzt gerade irgendwie, oder? Bei dir? Ja, das ist bei mir. Vorhin war auch schon so ein Hupa draußen. Die Feuerwehr oder Krankenwagen? Es war aber auch, gab offenbar etwas, was sich Christopher Street Day Karlsruhe nennt. Und das war heute. Zumindest liefen in der ganzen Stadt Leute mit Fahnen rum, diesen bunten Dingern. Und Alter, diese Parade, also wirklich Parade, ja, ging über mehrere Stunden direkt an meiner Wohnung vorbei. So mit riesigen LKWs, die so richtig laut, also da waren DJs drauf, die haben nicht mal einfach nur Musik gespielt, sondern da waren echt DJs drauf. Und dann war irgendwie so 50 Meter Menschen, dann kam der nächste LKW, damit die sich halt eben nicht gegenseitig beschalten. Also es war echt relativ groß. Oh, würde ja, außen lang ist auch hübsch. Beim Hupen habe ich schon fast mit dem Gegenteil da gerechnet. Ja, es kann sein, dass beim Schloss noch irgendwelche Veranstaltungen sind, deswegen noch Leute da sind. Normal ist ja eigentlich... Irgendwann haben sie die Straße halt dicht gemacht. Seitdem ist es echt nett mit dem Verkehr. Und früher war die halt in beide Richtungen für Verkehr offen. Das war übel. Nee, als ich Hupkonzert gehört habe, da habe ich erst gedacht, das sind irgendwelche Erdogan-Fans oder so. Wieso ist das nicht schon? Haben das ja auch gemacht. Ach so, die Vereidigung oder sowas war heute. Ja, dass da dann wieder irgendwelche waren da... Seine Fanbase, die fährt dann ja auch ganz gerne mit Autokurses durch die Gegend, wenn er gewinnt. Stimmt, aber das Gewinn war ja schon, weiß ich nicht, letzte Wochenende oder irgendwie sowas? Das kann sein, ich weiß nicht mehr, also ein bisschen ist es schon, ja, das stimmt. Und die Vereidigung, also das Unterschreiben und irgendwie, was man da halt macht, keine Ahnung, das war irgendwie heute, gestern irgendwie sowas, ich glaube heute. Ja, dass das vielleicht so wer gewesen ist, aber... Aber da rufst du, glaube ich, nicht mehr, ach, ich weiß nicht, naja, wer weiß. Spannend ist schon das Gewinn, nicht dann das Papierkrieg. Das möchte ich, ja. Deswegen war ich bei CSD, habe ich halt auch gesagt, das sind ja die das genaue Gegenteil sind eigentlich. Ja, das stimmt, das ist definitiv das Gegenteil, ja. Also ich würde mich in Karlsruhe verarscht bekommen, wenn es laut wird. Wieso? Karlsruhe? Ach so. Ja, gut, das stimmt. Ja gut, ja. Aber das ist halt schon lange her. Es war halt gedacht als Ruheschlösschen für Markgraf Karl. Hat nicht geklappt. Weil als er das gebaut hat, hat er gemerkt, okay, du brauchst Arbeiter für den Scheiß, also sind Arbeiter hergeholt worden. Dann haben die Arbeiter gedacht, ja, wir müssen irgendwie hier wohnen, ne? So haben sie so kleine Häuschen gebaut. Und dann haben sie gedacht, ja, wir müssen noch was essen, also ist dann noch Infrastruktur hinterhergekommen, dann ist irgendwie Stadthaus geworden. Also das mit der Ruhe hat so gar nicht geklappt. Und jetzt liegt der gute Mann in einer Pyramide unter dem Marktplatz. Auch nichts mit Ruhe. Oh. Ah, überlebt, aber... war jetzt ungünstig. Ja gut, überleben tust du es ja immer, mehr oder weniger. Nö, ich meinte also mit Crashen und Resetten, das dann halt eben nicht überlebt. Und so bin ich halt eben nicht gecrashed und resettet, ja, aber halt eben doch ganz schön rumgeeiert. War die Selbstmordabkürzung. Schon wieder schlecht genommen hier. Ja, sah sehr weit außen aus. Hat mir aber nicht so richtig viel gebracht. Vor allem, weil wir schon relativ nah am Ziel sind. Kriegst du hin. Oh, guter Abfaller. Mittelmäßiger Abfaller, fast schon eher schlechter. Oh, jetzt hat Skyfire aber aufgeholt hier. Ja gut, dass ich den beiden Tropen schlage, das ist auch sehr utopisch. Ach, noch 10 Runden hätte ich gehabt. Jetzt hast du es aber weggeschmissen, also wirklich. Rede weniger. Wieso weggeschmissen? Ja, hättest du gefunden. Gleiche Fahrzeug wie eben. Nein, gar nicht wahr.
Okay, weniger schalten wahrscheinlich, aber... Nein, vorhin war der F1, jetzt der LM. Nicht das gleiche Fahrzeug. Das bessere Fahrzeug. Ja. Aber von mir aus kann tatsächlich auch bei CLK kommen, das nächste Rennen ganz einfach zur Abwechslung. Ja, ja, wir hatten bisher F1, LM, LM, Muschelago, F1. Jetzt LM. Das hatten wir bis jetzt Autos. Das ist schon super unrealistisch. Mehr Fahrzeug hat das Spiel aber auch nicht gehabt. Ich erinnere mich ganz genau. Hä? Glückwunsch, du bist Zweiter. Nein, hatten wir nicht. Ich sehe ja ASIC auf dem Bildschirm. So, viel Spaß in der Runde. McLaren, der ja. Also es gibt zwar ein paar Autos, die ich gerne verdrängen würde in dem Spiel, aber ja. Die existieren schon, so ist nicht. Aber gut, mittlerweile habe ich es ja so, dass die Autos, wenn sie... Och nee, komm! Das nicht! Ach, Kalender. Dass die Autos, wenn sie schon scheiße sind, dass sie dann wenigstens lustig sind. Wie viel 30? Wie viele Autos haben wir? 30? Wahrscheinlich sitzt Demon heimlich am Server und steuert die Autoauswahl. Ja, genau. Anders ist das ja fast schon nicht mehr zu erklären. Das Ding ist ja, dass er das im Prinzip konnte. Wie heißt diese Server-Software da nochmal, mit der das macht? Das, was dauernd oben eingeblendet wird. Aber jetzt frage ich nicht nach dem Namen. Aber es wird bestimmt gleich wieder eingeblendet. Ja, so rumgerührt habe ich auch gerade. Jedenfalls, ich weiß ja nicht, ob man da irgendwie sehen kann, wer gerade auf dem Server ist und alles, aber wahrscheinlich wird das schon irgendwie gehen, oder? Bruder, das wird mit der Server-Software nichts zu tun. Das kann er nicht. Das hat mit der Server-Software nichts zu tun. Die Software ist ja von Skyfall nur zum Auto auswählen und sowas. Das kann er dann, wenn überhaupt, Ach so, also man kann es nicht sehen, wer gerade fährt, ohne dem Server beigetreten zu sein. Ja, doch, das kann man schon, aber es hat mit der Software, die zum Steuern der Autoauswahl genutzt wird, nichts zu tun. Zum Beispiel gibt es ein ASIC for Servers, da wird quasi eine menschenlesbare Textdatei für jedes Rennen geschrieben. Wenn er das laufen hat, kann er quasi jedes Rennergebnis sehen. Kann man nicht das? Nee, weil das könnte ja sein, dass Diebe da gerade guckt, wer ist gerade drauf und dass er dann dachte, dass wir immer den LM fahren. Ja, unwahrscheinlich, aber vorstellbar. Also unmöglich ist es nicht? Nee, nee, unmöglich ist es definitiv nicht. Aber du musst dir mal vorstellen. Ich würde sehr ärgern. Nur LM. Nee, ne? Deswegen, sehr unwahrscheinlich. Wenn er uns ärgern wollte, dann gäbe es da andere Autos. Dann fahren wir nur TS50 oder so. Ja, das wäre hart. Ja gut, kurz nachdem ich beigetreten bin, sind doch sehr viele Tropen gekommen, also... Ja, huch! Hab ich jetzt Glück gehabt. Ja, ich muss da außen lang. Morgens glaube ich wieder HP2, 3 bei TRR, ne? Wirklich? Ah ja klar, wenn jetzt mal Liefer Speed 4 war, dann muss jetzt 6 sein, ja. Na ja, gut, dann werde ich wieder nur Letzter und Vorletzter. Je nachdem, wer mitfährt. Ja, ich glaube nicht, dass Pete fährt. Ja, Pete ist ja genau, das wäre so... Aber Pete ist ja irgendwie besser geworden, mal schauen. Und dann bettelst du dich im Wesentlichen mit Stevie. Ja. Ja gut, also ich befürchte, also ich bin mir natürlich nicht sicher, aber ich befürchte, dass es morgen wieder darauf hinauslaufen wird, ja, dass wir beide Demon und Pete fahren. Und dass wir uns dann wieder jeweils duellieren werden.
Also es kann sein, dass ich mich täusche, ich hoffe das. Aber ich befürchte, darauf wird es wieder hinauslaufen. Dann sollten wir vielleicht lieber die Strecken von morgen fahren zum Üben. Das könnten wir machen, aber ich weiß jetzt nicht, wie wir das auswählen. Ja, es wäre super umständlich, ja. Oh, du bist schon durch. Und Soul auch. Tut mir leid. Tut es überhaupt nicht, lügt doch nicht. Ah, jetzt ist Greifer auch durch, ja. Aber ich frage mich auch echt, warum man hier nicht beobachten kann. Kann man. Weißt du, wenn das serverseitig laufen würde und dann könnte man hier TS einen Link bekommen für einen Browser oder irgendwas? Wäre schon cool. Ne? Nee, auf dem Server siehst du nicht, wer fährt. Ich meine, du siehst das Fahren nicht. Weiter. Ja, aber du siehst, wenn du Isaac hättest, Isaac für Servers. Dann macht ein Programm einen Screenshot, setzt das online auf eine Webseite oder wie auch immer, die Discord. Ja, ja, also wieso Screenshot? Da hatten wir ja früher den Parser für, der die Webseite gerendert hat daraus. Ja. Aber ich hatte jemand mal gesagt, dass ich sowas habe, aber ja, war jetzt nicht so interessiert. Ja, das Doofe ist halt wirklich, was fahren wir jetzt? Nochmal selber. Wenn wir das Auto alle wählen, dann das gleiche nochmal. Ja. Wollen wir wieder nur beobachten sagen, dass wir dann was anderes fahren, oder? Nö, komm. Nächste Runde ist ein bisschen neuer. Es ist ja garantiert nicht ein LM. Wobei hier natürlich schon der CLK der bessere wäre. Ja. Es kann ja nur noch langsamer werden. Nein. Was? Ja, ich sag, ja. LM wäre schneller. Mal gucken. CLK wahrscheinlich auch. Ja, gerade leider, ich stehe nur gerade leider auf manuell. Da wird CLK natürlich. Genau, du hast recht. Man sollte schon das Menü aufmachen, falls CLK kommen sollte. Nein. Vanquish, ihr Knallers. Ja, siehste, es geht langsamer. Naja, aber zumindest mal unser Auto so gesehen auch nicht schlecht. Ja, okay. Mehr bin ich dann zufrieden. Können mit wir mehr Streckendetails angucken? Ja. Aber ich mag hier die Armaturen von dem, also. Ja, das ist mir so völlig egal. Also wenn ich ein Auto kaufe, dann entscheide ich das danach, ob der Aschenbecher leer ist und ob die Armaturen schön aussehen. Der Rest ist egal. Oder was ist da die Policy? Naja, dass man sich nicht fährt wie ein TS5. Ja gut, das ist... Das ist schon mal ein guter Ansatz, ja. Dachte auch gerade, ich weiß nicht, wo das Fuß lang geht hier. Genauso wie vorhin. Achso, ja gut, bei dir das Erdarzt, das wüsstest du nicht, wie du ihn dazu bringst, da lang zu fahren, wo du lang wolltest. Oben lang? Ja, sah besser aus, ne? Ich war direkt hinter dir, wo du abgebogen bist. Und kam dann mit viel Schwung angeschossen. Komm auch mit viel Schwung. Ja, das war einfach nur, weil ich da wie blöd ausgebrochen bin am Tropeneingang. Die auch gerade ziemlich viel. Oh.
klang aber ungesund. Ja, bei dieser Rampe da kurz vor Startziel, da... Ja, da kann man nicht bleiben. Ich bin scheiß genommen. Also ich musste nicht resetten, aber... Ich bin die definitiv schon mal angenehmer abgekommen. Ach, wo wir eben schon beim Thema waren, Soul Festival bei TRR mit, oder? Ja, ne, zu spät für mich alles um für Wochenende. Da muss ich pennen. Das heißt, wir brauchen mehr Feiertage an den Montagen. Mhm. Oder früher halt, ne? Sehr viel früher. Ja gut, er fährt zwar eh nicht mit, aber da früher, da könnte es ja bei Jonas sehr gut sein, dass er da arbeitet. Wobei da ja auch die Schichten irgendwie mal so sind, oder? Ich habe keine Ahnung, wie das immer funktioniert. Ne, er arbeitet auf jeden Fall in Schicht, das ist ganz klar. Aber ich glaube, das geht im Krankenhaus auch fast gar nicht anders. Ja, irgendwer muss halt da sein. Doktor, die Arterie. Einen Moment. Ich rufe da mal den Kollegen aus der Bereitschaft. Der ist gerade noch zu Hause. Das wäre schlecht. Filmrechner spielt er. Was spielt er? Auf dem Filmrechner dann. Ah ja. Ach so, das wäre natürlich auch cool, genau. Kann auch einfach von da spielen. Ja gut, nichts so zu tun gut wie, da, oder? So gut wie Jonat in NFS 4 ist, da kann er ja auch mit einer in NFS 4 zocken und mit der anderen da dem Arzt helfen, so ist ja nicht. Ja, das würde wahrscheinlich reichen. Der Patient käme sich zwar wahrscheinlich ein bisschen verarscht vor, aber... Ja, den muss man vorher narkotisieren. Dann stört ihn das alles nicht. Gegen sein Willen. Oder so. Oh, tropisches Sonnenzeugs. Ach, Point to Point. Ja. Geht auch Automatik. Mal gucken, was passiert. Dann ist er vielleicht etwas verwundert, warum er für so eine Napalie wie eine Zahn-OP eine Vollnarkose braucht, aber... Das kann man ihm ja erklären. Damit man halt nebenbei in Rune for Speed 4 spielen kann. Ja. Das lässt man ihn vorher in irgendeinem dieser Zettel unterschreiben, kann sich eh kein Schwein durchlesen. Dass er damit einverstanden ist, dass nebenbei in Need for Speed 4 gespielt wird. Ja. Und dann sollte das alles in Ordnung sein. Ich drifte.
War ja wirklich ein Schuss. Nee, das wird nix. Das ist die Weltmeisterschaft, ne? Das ist die richtige Einstellung. So solltest du das immer machen. Ja, und unabhängig davon glaube ich, dass Automatik vielleicht sogar eine brauchbare Wahl hier war. Nein, sag ich nicht. Ich hätte, wenn ich die zwei Fehler nicht gemacht hätte, wäre es so unmöglich geworden. Unmöglich? Das möglich ist vieles. Es waren zwar nicht so viele Stellen, wo er meiner Meinung nach im falschen Gang war. Und es ist halt eben viel hin und her schalten. Und viel hin und her schalten ist immer gut für Automatik. Ja, bei Entropen nehme ich selbst bei Klasse 5, wo es absolut keinen Sinn macht, manuell Automatik, weil da kann ich mich nicht doch aufs Schalten konzentrieren, so viel wie hier los ist an Kurven und so. Ja, also so schlimm ist es jetzt auch nicht. Das Ding ist halt eben, dass die Ferrari-Automatik halt eben nicht völlige Grütze ist wie die meisten anderen. Nicht so gut wie die CK, aber halt eben auch nicht völlige Grütze. Ja gut, am schlimmsten sind sie ja, also zumindest für mich halt bei den Klasse 5ern, das. Also insbesondere Wurzel und Opel, die. Kirche, da hättest du sehen sollen. Nein. Also ich habe gesehen, dass du ganz schön wieder rangekommen warst, aber irgendwann warst du auf einmal weg. So ungefähr in dem Moment, wo du Aha gesagt hast. Heck ist irgendwas von ausgebrochen. Ja, das macht der 50 manchmal. Hi, da ist gerade vorbeigetreten, wenn ich das richtig höre. Hi. Ah, Dämon. Jo. Ach, guck. Wir haben schon uns gerade unterhalten. Ich schon zurück von der Arbeit? Ja. Ich habe heute nicht gearbeitet. Ah, praktisch. Ach, das erklärt auch, weswegen wir. Ja. Wir haben schon gemerkt, dass du die ganze Zeit da bist und uns beobachtest. Sonst wäre die Autoauswendig so gewesen, wie sie gewesen ist. Ach, muss ja fast nochmal nach oben scrollen und vorlesen. Aber lass mich noch einmal sehen. McLaren, dann ein LM, also ein F1, dann LM, dann LM. Dann Muschielago, dann F1, dann LM, dann F1. Also quasi immer nur McLaren. Dann waren Vanquish jetzt in der 50. Oh, was? Oh. Fast geglaubt, ich wäre gerade das Ziel. Scheiße. Nein, noch nicht. Noch nicht. Ein paar Meter noch. Oh, was war ich denn jetzt hier zurecht? Ich mach's ja auch noch komplett falsch. Die dritte Abkürzung in Folge verpasst. Ja, das ist suboptimal. Ja gut, bei euch komme ich sowieso nicht hinterher, also. Ja, auf Skyfire vielleicht, ne, wenn er crasht. Der ist auch da, okay. So. Ah, das Skyfire ist fast immer da, ist einer von denen, die quasi auch jede Woche da sind. Vielleicht kommt ja noch Meteor. Ab und zu mal Meteor, noch selten ab und zu mal Azuka. Okay. Die war schon länger nicht mehr irgendwo dabei. Ich glaube, die war auch auf dem Server. Also jetzt ist sie wieder aktiver geworden, aber. Also ja, schwankt halt. Die war eine Zeit lang ganz raus irgendwie, ne? Ach, Notfall, ich habe noch keine Musik an. Ja, und dann waren echt immer so ein paar Leute da, die man nicht kennt. Also irgendwelche Leute, die dann so richtig weit hinten, aber die sind auch geblieben. Die sind nicht einfach so, oh, scheiße, und wieder gegangen, sondern echt mitgefahren einfach. So, Musik, ich brauch Musik. Ohne Musik geht doch nicht. Wir haben gerade eine F2-Musik. Der Chatter ist natürlich nicht so gut. Mal gucken. Nee, das ist schrecklich, ja. Das wäre natürlich sehr dramatisch. Ich schätze mal, die McLaren-Zeit ist vorbei. Oh. Der Class-Server ist schon wieder gecrashed, habe ich gerade gesehen. Uiuiui, der kommt gleich um die Kurven. Nee, ich muss nochmal weg, ja. Ich muss hier nochmal. Ich will eher X-Found haben, so.
für Discord muss ich das ein bisschen leiser machen, das Spiel. Obwohl, ich habe doch dieses Better-Discord-Ding, ne? Eigentlich müsste ich doch die Lautstärken höher drehen können als sonst. Ach, du hast Better-Discord? Ja. Was ist das? Achso, dieses Plugin. Ich dachte, das geht nicht mehr. Ach nee, Teile davon gehen nicht mehr. Das geht wunderbeste. Ja, du konntest früher irgendwie diese nicht für dich gedachten Channels konntest du sehen. Und das haben sie jetzt irgendwie dauerhaft rausgenommen. Oh geil, ich kann es echt höher stellen. Channels, Also Channels, für die du keine Rechte hattest, sowohl Sprache wie auch Audio, konntest du zumindest sehen. Du konntest zwar nicht reingehen, aber du konntest sehen, dass sie existieren. Und bei Sprachchannels konntest du auch sehen, wer drin ist und sich gerade unterhält. Amazing, ich kann die Lautstärke höher machen als 200, yay. Cool. Dann kann ich ja mein Spiel doch wieder lauter machen. Also ich weiß, dass bei ERP irgendwie so ein Bierchannel oder wie der heißt existiert. Oder ja, genau. Dann kann ich das doch lauter machen. Das ist ja, das ist ja bombastisch, cool. Aber da dürfen, glaube ich, nur die Admins kommunizieren. So, EX schaut das auch an und dann geht's los hier. Der Motor kommt mir jetzt aber sehr laut vor. Ach so. So. Ja, das ist besser. Oh! Boah. Das waren keine Stühle, das war Invisible Wall. Ja, das habe ich gesehen. So gesehen war es danach sehr leicht, die Stühlen auszuweichen. Ja. Oh, da ist eine. Okay, Netkuf hat gesagt, du bist voll gegen den Pfosten gefahren. Naja, ich bin gegen den Pfosten gefahren, aber seitlich, nicht frontal, falls du das gesehen hast und mir danach ein bisschen der Netkuf hat gesagt, du hast voll die Mitte des Pfostens getroffen. Ich habe ihn an der Seite berührt und dann geschlingert. Aber das wirklich so richtig schön geradeaus drauf zu warst du beim Netkuf gefahren. Also der Netkuf hat gesagt, du nimmst den voll mit. Ja, Netcode ist darauf optimiert, dass man einen guten Racing-Movie drauf machen kann, mit gut Action und so. Ja. Vielleicht konnte sich der Netcode nicht vorstellen, dass du mit diesem Auto da rumkommst. Bin ich ja auch nicht. Nicht hier ohne Berührung, ohne Lackschaden zumindest. So, da hat jemand außen die Wand berührt, das hilft mir natürlich. Oh. Holy moly, Kanoli. Das sah sehr spannend aus, was du da gemacht hast. Komischer Abflug. Okay, das ist du jetzt längst. Ich. Aber das sah stylisch aus, das muss man dir lassen. Schöne Rolle gedreht, ja. Sah gut aus. Ja, Markus, genau was war das gerade? Was ist Wolf, was wir da gerade annahmen? Das ist nicht Hatebreed, das Repentance oder sowas? Keine Ahnung, jetzt ist der Song schon vorbei. Kirsch hat mich kopiert. Ich hab irgendwie einen Blackout gehabt und wusste gerade nicht mehr genau, wo die Einfahrt ist. Das stand rote Schild, da darf man nicht rein. Wenn das jetzt ein Cop gesehen hätte. Ja, der soll versuchen mich zu jagen, kann er gerne machen. Ach, bin ich froh, wenn das Auto weg ist. Ja, ne? Es wird wiederkommen. Ach, bin ich froh, wenn das Auto weg ist. Ich bin jetzt halt hochgefahren. Das so schnell kann der nicht. Vielleicht gibt's ja wieder McLaren F1 oder sowas. So viel Downforce hat der Barketta nicht, Kirsche. Du kannst da nicht mit 200 hoch. Ich wette, da ist irgendwie künstlich der Lenkrad-Einschlag blockiert jetzt oder sowas. Jetzt bist du gerade voll gegen die Palme bei mir gefahren. Nein, das war wunderbar. Ich musste vom Gas gehen, aber ansonsten, aber ohne Berührung. So, nee, das gibt es nicht. Oh, die Palme hast du sogar tatsächlich getroffen. Ja, Sky auch. Komm, zieht sie. Achso, das ist schon übers Ziel. Ach Gott, nee. Naja, er wollte wahrscheinlich den stylischen Zielflug machen. Ja, aber der ist schon vor dem Zielflug in die Lampe, in die Palme rein.
Ja, das ist, ne, um mit Stil durch Ziel zu fahren. Drecksauto. Es ist ja genial. Mit Better Discord kann ich das lauter machen als 200. Das ist gut. Ich glaube, irgendwann müsste ich auch bei Better Discord holen. Kann ich das nicht auch? Ah, ne, ich kann... Ich kann einfach, das ist so geil, da ist unter dem Schieberegler ist eine Zahl drunter, die kann ich dann einfach eintippen und schon habe ich das, was ich möchte. Das ist genial. Ich könnte im Stream Deck alle anderen leiser machen, ohne jetzt irgendwie rauszutappen oder sowas. Mein Profiler geht auf Anhieb. Ja, für das erste Rennen, danach hört's auf. Nee, solange ich nicht raustappe, ist alles, bleibt das artig. Wer weiß. Nee, das ist dann wirklich zuverlässig. Bis auf heute. Bis auf mein mein Bremspedal. Nee. Das Glück ist echt vorbei. Server nochmal resetten? Kaum kommt die mit, kommen die Drecksautos. Ja klar, weil er nicht mehr draußen ist und aus dem McLaren die ganze Zeit kommt. Kein TS 50. Totale Scheiße 50, doch da. Und Ravage, Iber könnte raten, was Ravage wieder hostet. Na, Underground bestimmt. Ja. Wirklich? Ja. Aber die fahren doch wahrscheinlich nicht was wie viel jetzt gerade, oder nicht? Na, das macht doch jemand anders. Fährt er da gar nicht mehr mit? Nee, er ist doch jetzt im Underground-Fieber. Oh, okay. Der spielt nur noch Underground. Sein YouTube-Channel besteht auch mit auch. Die neuesten Videos, alles nur noch Underground. Underground, Underground. Oh Gott. Okay. Gott, ich hätte jetzt schon schwammig, obwohl ich 100 fahre. Ja, du solltest nicht 100 fahren, du solltest bei 90 bleiben. Ja, bei dem Auto wäre das echt sinnvoller. Ach du Scheiße. Warum fangen wir mit dem Auto heute an? Tun wir nicht. Wir haben mit vielen McLarens angefangen. Aber immerhin hat Crush den richtigen Skin. Hab ich? Okay, das ist schon mal was wert. Oh Gott, ich kann das nicht. Das ist mir zu... Das fühlt sich ja richtig eklig an als erste Fahrt. Oh mein Gott! Als hätte ich ihn noch nie gefahren oder so. Was ist denn gerade los? Das fühlt sich ja gerade richtig noch schlimmer an, als das Auto schon immer war. Oh, das war nicht gut. Das war schlimm. Na, vergiss es. Schnapp in die Küche. Muss er nur noch ein bisschen warten. Ich hab's eilig mit diesem langsamen Ding. Ich muss es schnell vorbei haben, ja. Ich will es schnell rum haben, ja. Ich hab's eilig. Nee, schon wieder eine Mauer erwischt. Das ist zu langsam, das Auto. Ja, das weiß ich. Das ist ein chronisches Problem bei dem Ding. Das macht seinem Namen schon alle Ehre, da. Oh, wieder fast dagegen gefahren. Im Netcode bin ich bestimmt dagegen gefahren. Nö, sah gut aus. Oh, hier war der vierte Gang zu Ende, der dritte Gang zu Ende. Jetzt habe ich auf den Punkt geguckt und komme hier weit raus, weil ich auf der Karte geguckt habe. Es ist ja immer noch nicht NFS4, was Netcode angeht. Aber die gleiche Firma. Jo. Wir haben hier nur ein bisschen mehr Interpolation reingeknallt, aber der Netcode ist quasi identisch. Okay, dafür ist der aber verhältnismäßig gut. Der hat dem nur Interpolation hochgeschraubt, wie Sau. Was sich dadurch auswirkt, ist, dass die Autos nie da fahren, wo sie eigentlich wirklich fahren. Und das ist eigentlich die Schwäche, ne? Ich meine, wenn die zwischendurch nicht wissen, wo das Auto in Wirklichkeit ist, dann raten sie ja. Wenn sie da einfach nur besser raten würden, dann sehen sie halt eben nicht vor jede mögliche Wand fahren, wird es noch realistischer aussehen. Ja, aber dann hätte EA besser programmieren müssen. Ja, das ist das Problem an der Sache. Ja. Das kriegen ja andere Spiele hin, aber die sind eben nicht von EA. Aber von EA Canada, da haben es manche gut hinbekommen. Ja, ja. Das ist ja auch ein anderes Studio. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Bin ich geschaffen für dieses Auto. Also, immer ein braver Junge bleiben, sonst kommst du in die Hölle und musst da jeden Tag mit diesem Auto fahren.
Das wäre passt mir, das ist doch gut. Da kann man Monster töten, das ist gut. Hölle, nee, das würde dir ja Spaß machen, das kannst du da nicht, sondern du musst die ganze Zeit dieses Auto fahren. Das ist nicht die Hölle, die du ausrufst jetzt, das ist so. Die Hölle, da bist du ewig auf Tropical Sunset und fährst die ganze Zeit die 50. Achso, na gut. Und das bis, das wird niemals enden dann. Also nicht mit Shotgun auf Tomaten schießen. Nee, das nee. Kannst du machen, wenn du in den Himmel kommst. Was? Ja, da darfst du bestimmt machen, was dir gefällt. Naja, aber die Tomaten sind doch in der Hölle, nicht im Himmel. Ja, da wird halt so eine virtuelle Tomate eingeblendet. Mir gefällt das immer noch nicht, dass bei Doom Eternal die Tomaten so schwache Gegner sind. Ui. Der hat aber echt keine Bremsen. Ach, hast du schon ein paar hochgeladen, wo Tomaten sind? Der muss doch schon einige Wochen alt sein. Weil ich meine, ich hatte erst 3 Parts oder so gesehen. Also beim neuesten gibt's Tomaten. Okay, dann habe ich den wahrscheinlich auch nicht gesehen. Der ist aber bestimmt schon 1,5 Monate da. Da habe ich übersehen, früher wahrscheinlich in der Liste. Ja, was ist denn da los? Was bist du denn für ein Abonnent, ey? Hast du nicht diesen Bell-Button angeklickt? Bitte? Hast du nicht diese Glocke angeklickt? Die Glocke habe ich, glaube ich, bei gar keinem bisher. Ja, siehst du, dann verpasst man sowas nämlich. Anders musst doch wissen, wenn du da mitgespielt hast bei dem Video. Ist? Ja, Tomaten. Die mitgespielt. Ach so! Ja, gut. Der Sieger! Nein, das Rennen war nicht gut und freu dich nicht so enthusiastisch, du komischer Announcer. Jo, oh, hab ich da gar nichts gesagt. Eine oder ganze Sekunde. Was, der hätte nicht zum Rennsieg gekauft? Ja, oder ich hab's ausgeblendet, weil er das immer so häufiger mal sagt. Ja, aber die sagt das häufiger, ne? Ja. Das magst du auch noch sagen, ja. Dass du eine ganze Sekunde schnelle Rundenzeit hast, das stinkt mir. Ja, oh ja, tatsächlich. Das habe ich. Zwischen den ganzen TRR-Videos ist auch Doom Eternal Part 3. Ja, gut, hast recht. Ja, dann muss ich den nachher mal gucken. Ich muss unbedingt gucken. Also, ich finde das irgendwie gemischte Gefühle, was mit den Granaten von der Shotgun und den Tomaten möglich ist. Also, ich weiß nicht so recht, ob ich das gut finden soll. Das ist, also Doom Eternal wirkt für mich so ein bisschen, wie so ein Arcade-Shooter, Cartoon- oder Arcade-Shooter, keine Ahnung. Also nicht mehr so ernste Atmosphäre, wie es Doom 2016 hatte. Ja gut, das sehe ich auch etwas kritisch. Also Doom sollte eigentlich schon ernst sein. Duke kann gerne lustig sein. Ja, Duke war schon immer lustig. Das war deswegen, auch so ein bisschen, warum ich mich an die 3D-Modelle so ein bisschen gewöhnt habe. Die sahen mir am Anfang so cartoon-mäßig aus, aber irgendwann habe ich halt gedacht, ja gut, Duke ist eh lustig, dann können die auch beide gut aussehen. Die sind echt verdammt gute 3D-Modelle, aber aber die Modelle für Doom, das sind Pokémon. Das ist ewig her, dass ich die mal gesehen hatte, bestimmt schon 10 Jahre oder so. Ich weiß nicht, wie sie sich verbessert haben, aber damals waren sie auf jeden Fall scheiße. Jetzt was für ein Pokémon. Also wenn die immer noch so sind wie damals, dann trifft Pokémon das geht's ganz gut. Ja. Irgendwann hatten wir es noch mal, das ist schon 3-4 Jahre oder so her. Da hatten wir doch auf dem RRP-Discord da den einen gehabt, der Dubait, also beim Namen wird es gekannt haben, aber nie gespielt. Der hat dann irgendwie gefragt, ob ein Pinky ein Pokémon ist. Wie kriegt er die Kurve nicht so gut, wie ich es möchte? Ist halt kein F50, ne? Was willst du machen? Oh, ich hab grad HP2 Musik hier. Ja, passt ja. Oh ja. Das passt. Aber bei dir kommt das Lied immer etwas früher als bei mir, habe ich das Gefühl. Ja, Fubar, ne? Nee, es ist, wie viel der Player vorauspuffert an Daten. Okay.
Es wäre auch komisch, wenn es an Fuba liegen würde. Also irgendwann müsste ich Fuba auch mal ausprobiert, aber... Ja, Fuba puffert anscheinend weniger Daten vor. Aber wenn es stabil läuft, ist mir das sogar recht. Aber man kann den Puffer sicherlich auch einstellen. Aber momentan bin ich recht zufrieden mit Wake-Up, also... Ich bin aber mit meinem Rennen nicht zufrieden. Doch, ich habe die zwei doch fast nie gewesen, also... Und du solltest Need for Speed High Stakes vielleicht nachfahren. Das Las Vegas Rennen war echt cool. Okay, ja, dann sollte ich das vielleicht machen, ja. Weil überleg dir das mal, Las Vegas ohne Jumpsluter und wie geil ist das denn bitte? Okay, das ist geil, das glaube ich, ja. Oder Rocky Pass ohne Slowdowns. Yay. Ach, Rocky Pass hatte er auch. Das ja. Und da ist doch dieser Doppelsprung, da diese beiden Doppelhügel da. Und stell dir die mal ohne Slowdown vor. Ja, das ist viel smoother. Das sollte ich vielleicht doch mal nachfahren. Und Summit war dabei mit einem Auto, was sich sowas von geil gefahren hat. Alter, da kann der Bonus Porsche aber einpacken, doch. Okay, weil es ein Bonus Porsche ist, heftig, ja. Alter, der hat sich ja sowas von gut gefahren. Der hat sich so gut gefahren, damit konnte sogar Stevie fahren. Also wenn das sogar klappt, dann hat er sich wirklich gut gefahren, oder? Wenn du es so nennen willst, ja. Wobei vor ein paar, beim vorletzten Rennen war Stevie die schlechte in der Fiste 4, das muss man sagen. Leider hast du natürlich den kleinen Zeitverkehr verpasst. Das ist natürlich sehr schade, ja, aber... Schade, ja. Aber du kannst dir Impressionen von dem Highlights-Kanal holen. Ja, da bin ich auch mal gespannt. Wieso bin ich nur Dritter geworden? Willst du mich verarschen? Tja, wer hat die meisten Rennen gewonnen? Soul. Ja, aber nur weil F1 da waren, also... Ich glaube, nach dem Rennen mache ich erstmal kurz Pause. Hier fehlt Flüssigkeit, fällt mir gerade auf. Warum? Ja, das tanken die zwischen den Rennen immer nach, musst dir keine Sorgen machen. Na. Wieso bin ich? So, ich mach jetzt kurz Pause, ne? Du hast das Rennen gewonnen! Ich bin mit diesem Platz nicht zufrieden. Ja, aber sowas kann passieren. Es darf nicht passieren. Ich schieb die Schuld natürlich jetzt auf mein Lenkrad, weil irgendeiner muss jetzt Schuld haben. Natürlich. Also es liegt an meiner Gangschaltung, ne? Hier der Shifter, den ich nicht benutze. Ja, aber wenn ihr dafür noch fahrt, dann bin ich wieder dabei, ne? Achso, gesagt, ein Speaker raus, okay. Ich mach erstmal kurz Pause. Bis ja. Er fährt nur kurz den Renntag nach und dann ist er gleich wieder da. Ja, okay. Also brauchst du dir nicht Sorge machen, dass es lange dauert oder so, ne? Also. Oh Mann. Ja, je nachdem, wie schnell er ist. Bei mir ist Gern abgestürzt. Wer abgestürzt? Ja, wie ist denn das geschah? So schlimm ist der Porsche 911 Turbo doch gar nicht. Also. Kann nicht wahr sein. Game ist tot. Wirklich? Du bist noch im Server drin. Ich aber nicht mehr. Also das Bild friert. Dann überhole ich dich beim Start direkt. Und alle Punkte weg. Synchronisiert aber winkt die erstmal eine halbe Stunde. Ja, genau. Kriegt nicht mal den Taskmanager im Vordergrund. Aber falls du es noch wissen willst, du hast 7, ich habe 5. Okay, aber kann ich meinen kalten Motor ja schon mal auf. Nochmal kurz System auf Sleeping. Alter, what the fuck? Na endlich. Oh, ein One-on-One. Gegen Kirsche, den man nicht mehr besiegen kann. Das ja, was geil ist, auch die letzten zwei Rennen nicht mitgefahren. Hat auch keine Pause offenbar. Hier muss man rein, oder? Nope. Nein. Nope. Scheiße. Ich verwechsel das immer so gerne. Was soll ich denn machen? Ohoho. Achso, ich habe natürlich vergessen, den Ghost rauszumachen. Deswegen habe ich zwei Batch-Dateien. Aber... Ich glaube, ich bin noch kein einziges RERP-Rennen ohne Ghost gefahren, also kommt es darauf auch nicht mehr drauf an.
aber dafür muss ich bei einem Reset mit 0 km/h wieder anfahren, also. Ja, dann reset mal ein bisschen. Oh, das war aber auf dem letzten Pixel. Hallo? Hi, willkommen zurück. Also, wir haben dich beim Start voll ausbeschleunigt. Ja. Da tut es irgendwie Motorschaden, weiß ich auch nicht. Die Echse ist schuld. Na gut. Hä, was für eine Echse? Na, die HP2-Echse hat wohl einen Fehler gemacht. Ach so, hat der. Hat der 300 km/h Cheat nicht funktioniert oder so? Doch, der geht. Kannst auch für höhere ja. Geschwindigkeiten bei Set Speed einstellen. Ja? Oh Mann. Ich frag mich, ob beim 242-Patch besseres Feedback wäre als nur Gamepad-Vibration. Mal sehen, das lässt sich leicht rausfinden. War es denn das gleiche Entwicklerteam wie beim 240? Davon wird wohl auszugehen sein. Dann nein, ist es nicht besser. Das ist die letzte. Ja, aber bei Need for Speed High Stakes haben sie ja auch besseres Feedback hinbekommen. Oh, wirklich? Okay. Naja, da gibt's mehr als nur Vibration. Deswegen bin ich hier sehr erschüttert, dass ich hier nur Vibration habe. Aber hier machen auch die Büsche ja keinen Wusch mehr, also von daher. Ja, das ist bitter. Aber dass ich jetzt Discord jetzt auf höhere Lautstärke einstellen kann, das macht den Voices ja sogar davon ja sogar nutzbar. Das ist ja amazing, dass es sich geht. Also falls es jemals eine Abstimmung gibt, Skype gegen Discord, ich bin bei Discord. Tatsächlich? Okay. Na, ich habe halt Probleme mit dem Plugin für Steam Deck von Skype, was ja ab und zu mal abstürzt, dann kann ich halt nicht mehr muten und sowas. Und es gibt halt eben TeamSpeak. Was habe ich gesagt? Also, Skype. Ja, Skype! Ja. Ja. Nein, ich meine TeamSpeak, ja. Oh Gott, ich bin hier völlig falsch angefahren. Holy shit, der Winkel war ja mal komplett peinlich. Ich muss mit meiner Eselsbrücke machen, wie bei dem Sprung, die auf der Map weitergeht, die Kurve, links oder rechts. Ja, relativ einfach. Bei der Kurve vor dem Sprung raustragen lassen und dann diagonal springen. Und hier nicht gegen die Wand fahren. Ja, ich vergesse mal, wann es links und wann es rechts rumgeht. Deswegen, raustragen und dann diagonal. Egal, welch, ob es links oder rechts ist. Okay. Was? Ich habe ja gewonnen. Ja, unglücklicherweise. Gut, dass das nicht zählt. Das zählt 1000 Punkte plus für mich in der Meisterschaftsqualität, yeah. Ja. Hättest du gerne. Warum sind wir eigentlich die einzigen gefahren? Ist das immer so? Ja, sorry, weil er gerade abgestürzt war und Skyfire scheint gerade Pause zu machen. Schon in den letzten 6 Monaten. Ja, ich meine von den 4 Leuten, das ist ja nur die sowieso HP2 fahren. Wo ist der ganze Rest von ERP? Ja, wer soll denn sonst fahren, wenn nicht die sowieso HP2 fahren? Naja, Asuka. Naja, wie gesagt, Asuka sehr selten mal. Pete war die letzten paar Mal, nicht paar Mal, ab und zu mal da. Genau, der fehlt. Meteor ab und zu auch nicht wirklich mehr regelmäßig. Und wie gesagt, letztes Mal waren halt irgendwelche, die ich nicht kannte, die halt eben, ja, mal reingeschaut haben, auch relativ lange mitgefahren sind. Sogar zwei verschiedene, glaube ich. Zwar nicht gleichzeitig, aber irgendwie nacheinander. Ja.
So, oh Gott, jetzt ist die letzte Kurve vor dem Sprung. Raustragen lassen. Also nach rechts, dann diagonal nach links springen. Und dann bist du auf der richtigen Seite. Hä, wie fährst du die an? Nee, ich war auf der falschen Seite, definitiv. Ja, und ich war da, wo der Stein war. Also ich so fahre ich die jedenfalls nicht nochmal an. Ne, du warst ja auch nicht auf der rechten Seite beim Sprung. Nicht auf der linken Seite nach dem Sprung. Oh Gott, viel zu schnell rein. Naja, die Wand hat's gerichtet. Halbe Stunde angeklappt. Oh, ich bekomme gerade Kuh. Oder Jay. Halbe Stunde eigentlich ein bisschen spät für Kuchen. Klingt aber trotzdem gut. Ja, klingt gut. Ja, möchtest du jetzt nicht vielleicht dich dem Kuchen kurz widmen? Oh Gott, ja, anscheinend möchte ich das, weil... Ja, das reicht noch nicht. Das passiert, wenn man mit der einen Hand eine Gabel hält und mit der anderen Hand das Lenkrad. Ich war so schön dicht an dich an Soul dran. Und dann macht der Wagen so ein Bullshit hier. So meinst du das wahrscheinlich? Ja. Oh, Schilder. Und zumindest kann man sich so halt eben unabhängig von Mirrored oder nicht Mirrored merken, wo es lang geht. Oh. Meine Güte. So, jetzt erstmal Kuchen essen. Das ist jetzt gemein. Wo ist mein Kuchen? Ich habe dieses Wochenende keine Knabberzeuge dabei. Nicht mal so. Was? Das ist ja bitter. Obwohl Penny noch 7 Minuten aufhat. Ja, das wird schwierig. Aber bei uns gab es früher ein Ding, wie hieß denn das nochmal? Irgendwie so ähnlich hieß das. Das war so ein Automat. Also nicht so ein einfacher Automat, sondern so ein komplettes Schaufensterfront. Und dann war da halt so ein komischer Roboter, der in der Gegend rumgefahren ist und dir gegeben hat, was du haben wolltest. Nee, der Kuchen muss jetzt gerade mal pausieren. Da kommt gerade was Gutes auf mich zu. Das ist gerade die richtige Kombination von Auto und Strecke. Mhm. Ich fürchte, das ist mir jetzt zu schnell. Oh Gott. Schon wieder letzter, nee, vorletzter.
Ah. Oha! Das hätte fast gepasst. Ich hatte aber auch keine Lust nachzulenken. Es sah aus, als könnte es gut gehen, aber... Das sah sehr geil aus, auf jeden Fall. Die Bäume hier alle sind, ne? Oh, ich habe die Strecken gar nicht zurückgestellt. Oh. Was, oh, jetzt wo du sagst, ja, ich habe die Originalstrecken, die Originaltexturen. Wie kommt das? Für Dings, Speedrun, wie heißt das nochmal? Muss ich immer auf Originaltexturen stellen, habe ich vergessen zurückzustellen. Ach so, hast du da gemacht, okay. Also Einzelstrecken nur. Ja, ich muss mal... mit einem neuen Lenkrad mal an dem ganzen Rand durch nochmal. Weil mit dem Lenkrad ist es ist auch nicht. Warum bin ich so langsam? Höchste Topspeed. Warum bin ich so langsam? Ja, auf jeden Fall bist du mal im dritten Gang geblieben. Nee, meine Rundenzeit. Ja, also wahrscheinlich dann auch, weil du im dritten Gang geblieben bist. Ja, mein LM hatte nicht so die Lust, dass ich das gelohnt hätte, höher zu gehen. Beim Sprung in den Wald rein, vierter. Und irgendwann am Ende zahlt sich dann aus. Ja. Oder du erwischst einen Pixel, je nachdem. mein Auto wollte nicht, dass sich das auszahlt. Der war bockig anscheinend. Erstmal hupen, ne? Uiuiuiuiui. Na, hat er noch gepasst. Ich hab gehofft, du würdest jetzt nach außen wegdriften, ja, aber... War auch das Ziel, glaube. Aber ja, wir wollen nicht zum Mond, also... Das machen wir, glaube ich, gerade Grütze mit den Gängen. Ich hatte eine komische Gangübersetzung bei 5. und 6. Gang. Ja, es ist ja grauenhaft. Du musst mal wegen 30 km/h Rest-Top-Speed nochmal schalten. Und warum springst du da so eklig und arschig und kacke wie sonst was da auch drüber? Oh, das Schild! Oh, ich bin dran vorbeigeglitscht. Sache noch bremsen. Ich bin aber irgendwie dran vorbeigeglitscht, also eigentlich hätte das ein Vollkontakt sein müssen. Ja, das habe ich gemacht. Wenn mir echt wegen 25 km/h, die zur Topspeed fehlen, noch den sechsten Gang reinmachen muss, ne? Der ja, musste, glaube ich. Beim ersten Runde war ich im fünften geblieben und das sah nicht gut aus im Vergleich zu euch.
Naja, brauchen tut man den, aber ich finde diese Gangüberleitung interessant. Wegen 25 km/h ein eigener Gang. Naja, gut, auf der Strecke halt. Vielleicht ist ja irgendwo anders, dass er mehr was bringt. Ja, weil mehr als 250 kann der ja nicht. Achso, ist da elektronisch dann Ende. Ist abgeriegelt, genau. Ja gut, dann ist das nicht so clever gewählt. Beziehungsweise, es sind ja nur deswegen, wie viel hast du gesagt, 25 km/h, weil du erst so spät hochschaltest. Die Automatik schaltet die Friedführer hoch, dann hat sie noch 50 oder 100 km/h sogar. Ey, der nimmt den Sprung wie eine ausgelutschte Kuh hier. Was ist denn das, Mann? Die zweite Runde auch so scheiße. Aber nicht wie... Na gut, es wird schlimmer, aber ja, gut ist es nicht. Also wenn ich Glück habe, habe ich 250 erreicht gerade. Nee, es war schrecklich bei mir, weil der einfach nicht springen konnte. 40. Jedes Mal gegen die Wand geflogen, das Scheißding. Aber ich habe nochmal dieses blöde Schild. Nee, reicht nicht. Schwung reicht nicht. Glückwunsch, du bist Dritter. Ach, ich kann das Schild da mal umfahren. Ach, ja, 49, knapp. Skyfire war auch 49. Warte, hat aber kurz hochgeschaltet auf 250, kurz vorm Ziel. Hat wohl nicht gezählt. Oder kurz nach dem Ziel, dann zählt es nicht mehr, glaube ich. Ach nö. Womit habe ich denn das jetzt verdient? Alter. Wir sind alle in einem Boot. Und dann wieder so eine lange Strecke. Da müsste man was am Setup machen. Du kannst die schlechten Autos aus deinem Tool rausnehmen. Oder eine geringere Wahrscheinlichkeit einstellen. Na. Klasse 1 hat ja schon erhöhte Wahrscheinlichkeit. Ja, es ist schon okay, wenn ab und zu mal Scheiße dann kommt. Wo ist denn hier Klasse 1? Ich sehe nichts. Der ganze Anfang, der komplette Anfang. Ja, weil ich jetzt ja da bin, deswegen kommt die nicht mehr. Wir haben unser Glück aufgebraucht. Rote Palmen. Bei mir sind alle Palmen ganz normal gewachsen. Boah, ja, natürlich. Ist klar. Sollte es vermeiden, in die Begrenzung da am Rand zu fahren. Du übrigens auch soll. Was? Nicht in die Begrenzung am Rand fahren. Nee, ich hab die Palme gerammt. Wirklich? Weil der Ding... Bei mir hast du außen links eingeschlagen. Nee, das hab ich nicht getan. Ich hab eine Palme mitgenommen. Na gut, dann ist Netcode und du Aussage gegen Aussage. Der hat auf einmal so untersteuert. Ich meine, ich kenne das ja von dem Auto, aber come on. Dass ich noch nicht mal an diese Palme vorbeigekommen bin, das hat mich jetzt echt erschüttert. Und nicht nur die Palme. Das hat auch die Palme erschüttert, das stimmt, ja. Bin ja wieder letzter wegen dem Blödsinn hier. Ach stimmt, wo ist das geil? Da hat man es aber in TR einfacher, nicht letzter zu werden. Aber ein gelbes Auto zu fahren, das kann ja nur Unglück bringen. Zumindest schön auffällig auf der Karte. Oh, ja. Vergiss die Kurven. Komm nicht rum. Nee, das kommt dieses Auto ja auch nicht. Mann. Wie kann dein Auto nur so schlecht sein, ey? So schlecht wie der aktuelle Ferrari? Ja. Ja, kommt hin. Wobei das Auto ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Es ist eher so die Strategie, die immer wieder das Lustige reinbringt. Willst du etwa fette Strategien anzweifeln? Was ist Strategien? Sebastian Vettel Strategien. Ja, der ist schon lange weg. Nein, lange nicht, aber. Obwohl, warum von Ferrari schon lange weg. Warum eigentlich? Wurde der von Ferrari gefeuert? Ja, oder ist er selber? Ja, nee, also ich glaube nicht, dass der
selber gegangen ist. Der ist ja noch weitergefahren danach. So aus dem Martin. Aston Martin, genau. Okay. Nee, nee, der wurde ersetzt. Ich bin ja seit 5 Jahren nicht mehr auf dem Stand, deswegen, was ist denn passiert? Hat Vettel zu viel Scheiße gebaut oder was ist passiert? Nö, Scheiße eigentlich nicht, aber er war halt nie so richtig super gut. Man weiß halt nicht, liegt's am Auto, liegt's am Fahrer, also muss man mal was machen. Achso, und dann war dann ein Teamkollege von Vettel, ich weiß gar nicht mehr. Ja, Leclerc. Ja gut, der war auf jeden Fall von Anfang an relativ guter. Und der war ja direkt besser als Vettel. Und das war wahrscheinlich auch nicht keine gute Sache für Vettel. Und Sainz ist jetzt eigentlich auch nicht so schlecht. Er ist vielleicht nicht so gut wie Leclerc, vielleicht nicht ganz so gut, aber... wahrscheinlich... Soll ich dir das Ergebnis von heute mal erzählen? Nein, noch nicht. Obwohl, mein Gott, ja, also vielleicht... Leclerc, die Reihenfolge kannst du mir ja sagen. Leclerc ist, glaube ich, Vorletzter oder Vorletzter. Oh, ja gut, aber das dann wahrscheinlich nicht aus eigener Kraft, sondern da ist irgendwas schiefgelaufen. Nö, er sein Auto hat. Ja gut, okay, ist was schiefgelaufen, aber er ist schuld, ja. Hat er das nicht letztes Mal auch schon gemacht? Er konnte keine Linkskurven fahren. Linkskurven sind auch overrated. Das meinte er so. Linkskurve ist scheiße heute. Hä, war er nicht in Monaco auch schon ganz hinten? Oder war das Sainz? Ja, ich glaube, da war was. Einer von den beiden zumindest. Ich glaube, es war Leclerc. Ja, wegen Strafversetzung. Na nee, erstmal wegen Crash und dann nicht aus Q3 rausgekommen. Q3. Nicht Q3, wer ist denn das? Ja doch, toll, ich war in 3, ja. Wurde strafversetzt, deswegen, ja. Doch, ist egal. Nein, verdammt, wer ist das erste Qualifying? Ist das Q1 oder Q3? Keine Ahnung. Q1. Dann halt in Q1. Ja, wer weiß. Oh, Scott Lawson. Die ganze Zeit hinten gefahren, weil ich wegen dem blöden Unfall am Anfang, ne? Aber beste Rundenzeit, hallo? Na, immerhin. Ja, ich war mit 220 da hochgefahren. Das hat, ich hab's mal riskiert und das hat funktioniert. Und das trotz diesem Auto. Sette achte. Den muss man im zweiten Gang anfahren. Muss man nicht. Kann man. Muss man aber nicht. Nee, muss man nicht, aber ich bevorzuge das so. Trainiert den Fuß auf der Kupplung, ne? Vom Ingame-Fahrer. Ich glaube nicht, dass die eine Kupplung simuliert haben oder animiert haben. Na, animiert vielleicht nicht, nee. Aber der kommt wenigstens an der Palme vorbei. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Braucht man hier einen sechsten? Ja, ich glaube schon, ne? Naja, kritisch. Ne, ich glaube fünfte war okay. Fünfte war definitiv okay. Das war am besten kritisch, weil der fünfte endet ja bei 231. Also ich war nicht im Begrenzer. Keine Ahnung, wann er endet, aber klang okay. Ernsthaft? Warum? Meh, ich guck euch zu. Und oder oben. War das Gegenteil von dir? Okay. Ja, nicht groß, aber ich glaube ich bin einen Ticken näher gekommen. Aber, ja, nicht wirklich viel. Na, sieht gleich aus. ja, was los? Danu? Also ein bisschen quer gefahren.
Oh ja, die 214 war auch gut vom vorigen Rennen. Jetzt bin ich bei dem Bergaufstieg vom Gas gegangen. Dadurch hat es locker geklappt. Und weil ich mir nicht sicher war, habe ich dann zu viel gelenkt. Und dadurch dann innen gegen. Ja. Ich war wirklich langsam heute. Das gegenüber meinen eigenen Zeiten. Na gut, okay, er ist auch im Begrenzer, aber nur kurz. Echt nur kurz. Das Spiel sagt, du bist hier jetzt im Sechsten. Ja, meine Anzeige sieht das anders. Jetzt hast du gerade zwischen 5. und 6. die ganze Zeit hin und her geschaltet. Das ist immer eine gute Idee. Ein parkender Demon. Hier bist du auch im 6. gerade. Nee, das ist der 5., jetzt 4. Im 5. bist du gerade. Ja, gleich. Jetzt. Und wieder 4. Nein, 5. Na gut, dann 5. Was denn los? Party draußen. Ja, die fahren vorbei. Nicht nur in der Schleise von den Krankenwagen oder so. Nee, das ist eher Polizei. Die Station ist nicht so richtig weit weg. Du bist immer mit Alarm los. Du bist Zweiter. Immer mit du musst was? Noch eine Runde fahren, sag ich. Nein, das reicht. Überrundet wurde ich nicht. Spiel sagt die letzte Runde, du musst noch mal. Nope. Diabolo. Hier gibt's bei mir Eisbären. Tja. Muss ich dann denken zu wechseln nachher? Am besten gleich, wenn wir aufhören, damit ich nicht wieder vergesse. Oh, der klingt aber wie eine Ente, die Hupe. Naja. Also die Enten, was? Die ich kenne, sagen eher so Quark Quark oder sowas. Ja, nicht diese Enten. Naja. Und Soul fährt jetzt mit Fanatec oder was ist das jetzt, was du fährst? Das Spiel mit Gamepad. Na? Er traut sich nicht für das Spiel auf Fanatec zu wechseln. Ey, du siehst ja, ich dominiere meistens. Warum wechseln? Weil du dich nicht traust. Ja. Und? Lass es langsam. Ich bin ein Mann, ich stehe dazu, ich habe ständig Angst. Wie kann man damit. Wieso gibt es Menschen, die mit den Dingern umgehen können? Es gibt komischere Input-Devices. Ich kann mit den Dingern überhaupt nicht umgehen. Das kannst du komplett vergessen bei mir, ey. Mit den Gangwahl ist ja bei mir echt Katastrophe hier gerade. Das ist eine letzte Runde. Also momentan bin ich ziemlich viel im 4.
Naja. Hat so die Hupe von der Ente geklungen? Ich weiß nicht. Gewonnen. Keine Ahnung. Ich hätte sie lieber billiger geklungen haben. Wieso ist denn meine Rundzeit schon wieder so scheiße? Was hast du gerade für ein Geräusch? Ein trinkender Demon. Alle haben 1,12 und ich habe 1,13. What the fuck? Ja, Sky fast 1,17. Ich frag mich gerade, ob der jetzt auf Lenkrad immer noch gewechselt ist, weil seit er Lenkrad macht, war er nicht mehr so gut. Hat sich nie so richtig dran gewöhnt. Weswegen ja auch Soul dringend auf Fanatec wechseln sollte. Ich spiele mit dem Fanatec Ego-Shooter. Ja, gute Wahl. Ja, ich wechsle aber meine Waffen. Nein, das geht sogar. Das hat Dings mal gemacht. Jonat. Doom. Also mit Lenkrad. Kann man machen. Sogar am dritten bleiben können, wie es so aussieht. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich war am vierten. War einer am dritten, Soul? Ja, ich war auch am dritten. Na dann. Hat sich nicht so groß geändert. Wir sind da zwar beide an Demon rangekommen, aber ich war halt im vierten so gesehen, das geht auch. Ich bin immer zu weit außen in der Kurve, ey. Vielleicht ist Vierter sogar 2-3 Meter schneller. Mhm. Zumindest habe ich an der Stelle, wo ich dann in den Vierten gegangen bin, Soul überholt. Nee, habe ich Demon überholt. Oder weiß ich nicht. Ich war aber nicht im Begrenzer drin, also... Glückwunsch, keine Ahnung. Du hast das Rennen gewonnen. Gut, aber es kann auch sein, gerade bergab, ne? Bergab kann das echt sein, dass er einfach schneller rollt, schneller beschleunigt, wenn er da nicht so hoch drehen muss. Also auch wenn er nicht im Begrenzer ist, kann sein, dass er da mehr Drehmoment irgendwie auf die Straße kriegt. Das, ja. Hm. Diesen Eindruck habe ich zumindest bei der Elise, dass man da echt in höheren Gängen ganz gut vorankommt. Und dann gibt's natürlich noch die Autos, die man einfach bis zum Anschlag ausfahren muss. Ja.
Oh, die so rumzufahren, ne? Ey. Ist ja nicht unbedingt meine Lieblingsspiegelung hier. Dann stell dir einen Spiegel vor den Bildschirm. Oh. Und dann spiegel das Lenkrad irgendwie um. Mann! Gott, Auto, Mann! Oh, Mann! Ich hatte auch nichts gerade. Platz da! Fuck! Ach, toll, ey! Scheiße, ey! Du, dein letzter Kuh! Fuck! Was ein Bullshit, Mann! Du bist Erster! Hey. Ich hatte Angst, letzte Kurve. Ja, ich nicht. Ich hatte nicht so viel zu verlieren. Oh Mann, beachte meine 335er Topspeed. Die hat keiner gesehen. Doch, ich sehe sie auf Acer auf dem zweiten Bildschirm noch. Tja, Gott, du kannst jetzt alles sagen. Du hast ja gerade meine 331er. Und dafür nur Zweiter. 331 hat meine Oma im Rückwärtsgang aber auch geschafft. Oh Mann, ey. Vanquish. Hä? Sky wieder weg? Sein Kommen und Gehen hier. Da jetzt nur noch ein gehendes. Weg. Ja, er war zwischendurch schon mal weg. Dann wiedergekommen. Ja, aber er hat gesagt, dass er. Ach so, ich hab den Chat überhaupt nicht gelesen, okay. Doch nicht, Mann. Ja, natürlich springst du jetzt. Oh Gott, ey. Ich glaube, in den falschen Gang. Ich bin im fünften. Ja. Aber ich war irgendwie vorhin, habe ich gedacht, ich bin im falschen. Ach, ich weiß auch nicht. War das knapp. Alter. Hör auf! Nein, nicht mehr, Alter. Ich mach doch gar nichts. Ich fahr doch hier nur entspannt ein bisschen meine Runden.
Yeah, letzte Kurve wieder, Alter. Der Sieg gehört dir. Kann ich nicht, habe ich gefühlt. 290, komm, ey. Was ja, da? Ja, wenn dann richtig. Ich bin effizienter mit 280. Ende aus. 10 km/h weniger, das sind was, 5% oder sowas? Und dafür ein Platz schlechter, also doppelt so schlecht. Das ist nicht effizient. Brumm. Oh, diese Gänge sind ja echt. Ich dachte irgendwie, der vierte war falsch, aber der dritte war ja noch falscher. So, wie kommt man jetzt hier über die Schwunghügel am Ende? Vollgas. Ja? Wenn du das sagst, dann mache ich das. Was kann schon schief gehen? Tja, ging. War allerdings im vierten geblieben die ganze Zeit, was vielleicht nicht das Richtige war, aber... Das würde ich schon sagen. Oh ja, der dritte war ja irgendwie so kurz. Ich hab vorhin schon gedacht, dass der vierte falsch ist, bin dann in den dritten gegangen und dann macht er nur... Ach mein Gott, ey. Ich auch. Was ist denn das gerade? Von euch hat nicht zufällig jemand so einen Videorekorder, Festplatten, Aufnahme, Dingsy für Kabel? Oder kann Empfehlungen dazu aussprechen? Naja, ich habe einen Videorekorder und einen SCART-Adapter. Für HDMI. Nee. Ja, das ist die einzige Lösung. Die einzige Lösung? Nein, nein, ich meine jetzt nicht einen Videorekorder im Sinne von einem Videorekorder mit Videokassetten, sondern einen Personal Videorekorder. PVR heißen die Dinger, denke ich. Also einfach so ein Teil Fernsehen mit Festplatte. Also nicht ja, Fernseher, sondern... Du steckst das SD-Karte rein und nimmst auf. Wie meinst du das? Nein, so eine Kiste, wo du deinen Kabel- oder Satellitenanschluss dran machst und wo ein Ausgang an den Fernseher geht, also ist ein Receiver, und wo halt eine Festplatte drin ist. Nee. Zum Aufnehmen. Ich denke, PVR nennt man sowas. Ich nenne es Videorekorder, weil es im Wesentlichen dasselbe macht wie ein Videorekorder. Ja, aber da ich noch einen habe, der kann nicht das, was du sagst. Ja, du hast einen richtigen Videorekorder mit Band, ja. Oder was? Ja. Ja, Band ist halt schwierig mit dem Random Access. Man kann nicht alles haben. Du bist Erster. Manche haben Videorekorder und manche haben Videorekorder. Ey, ich weiß gar nicht mehr, wann ich meinen ersten Festplatten-Videorekorder gekauft habe, aber ich weiß, dass es der erste war, der in Deutschland rauskam. Das ist schon eine Weile her. Also ich meine, das ist nicht der, den ich jetzt noch habe, aber...
Ich habe das dringend erwartet, dass das endlich rausgekommen war damals. Oh, kann man jetzt doch mal ein Rennen fahren, oder? Mit dem Ashton vielleicht. Ja, zumindest muss ich mir, glaube ich, so langsam mal einen neuen angucken. Der ist mit Überschuss jetzt her. Hä? Ob der den Speed-Überschuss auf einmal her? Puh. Von Anfang an. Der addiert sich so auf. Kommt einem ja fast so vor, als ist es bei der Strecke sinnvoller hinten zu starten, ne? Na, das glaube ich nicht. Naja, aber wo kommt denn der Überschuss her? Also wenn der Gang der gleiche war, ich bin einfach nur relativ zügig in vierten, also ganz normal halt eben. Und danach halt einfach nur sanft die Kurven fahren. Oh, nee. Ersprung. Ah. Wieso, sah doch gut aus. Oh Mann, ich fühle mich so lost hier hinten. So, jetzt wollen wir den Scheißfehler nicht hier. Ja, das ist die Kuchen-Penalty. Um das nochmal klar zu machen, mir ist eigentlich egal, welchen Fehler du wann und wo machst. Hauptsache, du machst einen. Ah, ihr fahrt da so schön zusammen, ich dümpel hier hinten rum, ey. Das ist doch frustrierend. Ja, ich fänd's auch besser, wenn Zoll mit dir da hinten rumdümpeln würde. Ah, das kommt bestimmt noch. Gleich fliegt er irgendwo ab. Naja, oder ja. Ich. Einer von uns beiden halt. Oh, Mann. Ach, das ist auch alles nicht so richtig gut. Oh Mann. Das ist gerade so frustrierend. Ich glaube, es ist heute nicht mein Tag. Ich mach's wie Blümchen. Heute ist mein Tag, heute ist mein Tag. Das ist aber sehr lange her. Ich glaube, so alt. Wolltest du nicht noch einen Fehler machen oder sowas? Irgendwas, ich hab noch 7 auf dem Konto, ne? Du hast mich noch nicht eingeholt. Nö, ich weiß von nix. Keine Ahnung, wovon du da redest. Bin neu wieder eingetreten, du Knaller. Mann, ey. Warte mal, 10, du hast 10? Fuck, 6? Plus 7? Hm. Das ist ungefähr 8 oder 9 oder so. Wenn das scheiße ist, dann mach ich Schluss für heute, dann hab ich keine Lust mehr. Ja, aber viel mach ich auch nicht mehr. Ja, huch, man muss dann. Es macht keinen Spaß, da hinten rumzudümpeln. Wieso? Ist doch egal. Jetzt kommen alle Point-to-Point-Strecken, ist doch schön. Wächst du denn da rum, so? Das ist ein gefühlten 500er Ping bei mir. Oh, das ist ungewöhnlich. Ah, jetzt hat sich's erholt.
Vielleicht ist Soul ja gar nicht Soul, sondern Meteor. Würde beim Pink zumindest passen. Na, jetzt ist wieder normal. War nur der Anfang irgendwie. Uiuiui, war nicht gut. Ah, nein, nein, nein. Ich dachte, man müsste runterschalten. Was für eine scheiß Idee. Nicht gut. Oh ja, natürlich. Ich hoffe, Leute. Knapp gewonnen, ne? Glückwunsch, du bist Zweiter.